Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Little Place. Das heutige Video mal kein Fortnite, sondern ein etwas ernsteres Thema, und zwar geht es um Wildschutz. Ganz einfach gesagt um Bäume. Regenwälder, Tropen, einfach nur Abholzung von Bäumen. Für Güter, die wir verwenden. Der Mensch, der braucht Bäume. Photosynthese sorgt dafür, dass wir atmen können und trotzdem fällen wir Bäume. Trotzdem holzen wir, brennen wir die Wälder nieder, nur damit wir Papier bekommen. Das ist ein ziemlich trauriges Thema und ich finde, man sollte vielleicht auch mal ein bisschen aufklären und seine Reichweite nutzen. Wenn ich jetzt schon mehr als 1000 Follower habe, kann ich sie auch einfach mal nutzen, um einen kleinen Aufruf zu starten. Hashtag Save the Trees. Ich habe diesen Hashtag nicht erfunden, aber ich befolge ihn und ich verwende ihn in meinem Alltag, um etwas dagegen gegenzusteuern, gegen die unglaublich große Papierverschwendung. Jeden Tag, oder genauer gesagt in jeder Minute, werden 42 Fußballfelder abgeholzt. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Fußballfeld laut der Statistik 90 mal 45 Meter groß ist, entsprechen das 4050 Quadratmeter. Und das, meine Damen und Herren, nochmal 42. Das sind 170.100 Quadratmeter. Mein Zimmer ist ungefähr 30 Quadratmeter groß. Das heißt, pro Minute wird 5670 Mal mein Zimmer abgeholzt. Das sind 170.100 Quadratmeter Wald in 60 Sekunden pro Minute jeden Tag. Und wenn ich bedenke, dass ich jetzt auch eine Statistik gefunden habe und eine Zahl, die mich komplett aus dem Konzept bringt, für 500 Blätter Papier, DIN A4, insgesamt das Gewicht 2,3 Kilogramm, verbraucht man 7,5 Kilogramm Holz, 130 Liter Wasser, 26,8 Kilowattstunden Energie. Nur ein kleines Beispiel, damit ihr auch wisst, wie viel 500 Blätter Papier sind. Das hier, meine Herren. Vier Blöcke mit 100 Blättern sind 400 Blätter. Ihr müsst euch noch einen dazu vorstellen. Ich hatte keine 500. Das ist absolut krass und deswegen bin ich auch für Hashtag Save the Trees. Etwas verändern. Und ganz einfach könnt ihr in euren Alltag was verändern, indem ihr ein Blatt Papier mehrmals verwendet. Nicht nur einmal raufschreiben oder was ich öfters sehe in der Schule, man schreibt was rauf, ist nicht cool geworden, Schrift ist hässlich, ein komplettes Blatt Papier wird entsorgt. Komplett zusammengeknüllt in den Mülleimer geworfen. Ein Blatt, was man noch verwenden hätte können. Einfach weggeschmissen. Deswegen verwende ich meistens meine Blätter nochmal. Wenn ich sehe, jo, ich habe mich verschrieben. Es gibt bei jedem Blatt eine Rückseite. Die hier ist leer. Manche Leute hätten das Blatt weggeschmissen. Aber ich verwende die Rückseite. Und ich hoffe, meine Abonnenten, ihr seid Ehrenmänner, ihr wisst, wie das läuft. Macht's auch. Leute, es hilft euch, es stillt euer Gewissen, etwas gegen die Massenabholzung von Holz zu machen. Die Regenwälder sterben nur wegen uns? Schon traurig. Und ich habe auch letztens im Zoo einen wichtigen Spruch gelesen. Und ich muss sagen, das ist der weiseste Spruch, den ich in meinem Leben je gehört habe. Ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor. Wenn das letzte Tier ausgerottet, der letzte Fluss vergiftet und der letzte Baum gefällt wurde, werden wir merken, dass man Geld nicht essen kann. Einfach nur true. Jeder, der bis hierhin noch dran geblieben ist und nicht weggeklickt hat, weil er das Wort Umweltschutz gehört hat, schreibt einfach jetzt mal in den Chat Hashtag true. Dann habe ich noch einen gefunden. Der stand da drunter. Wir Menschen brauchen die Natur, aber die Natur braucht uns nicht. Ich hoffe, ihr verändert was an eurem Alltag. Vielleicht auch nicht, vielleicht geht das Video auch einfach an euch vorbei und ihr sagt so, juckt mich nicht, was der da vorne sagt. Aber ich sage nur eins. Hashtag Save the trees.